So, wir kommen jetzt noch zu einer Villa. Oh ja. Oh ja. Eine kleine Villa. Kleine Villa Kunterbrand. Das ist aber urig, ne? Oh, hier stinkt es ein bisschen nach Urin. Aber nach Katzenurin oder so. Als ob. Schwimmbad? Ich habe jetzt alles erwartet, ne? Aber irgendwie nicht das. Schwimmbad. Eine Sauna. Ah, hier sieht es auch echt gut aus. Was ist das? Dem gibt es kein Video. Wir sind heute ganz besonders leise. Heizofen. Vorratsraum. Ist das denn ein Bügelraum oder? Ja, ist eine. Ist auch wieder zu, wa? Heute nur zu Sachen, also das ist echt. Ey, was ist die denn? Was ist das denn so ein riesen Ding hier? Mit Schwimmbad und allem. Ja, ist schon. Jetzt hat die Lampe schon tiefer geregelt. Ach guck mal, hier waren so Taue als zum Festhalten, zum Hochgehen, weißt du? Hatte meine Oma auch. Ja, hier drunter ist quasi der Pool. Und von drinnen kann man einfach dann rausschwimmen. Ja, ist schon ziemlich cool. Und der ist auch gar nicht so klein, ne? Der ist gar nicht klein. Ist auch eine sehr krasse Villa. Den haben sie noch stehen lassen und den Plattenspieler auch. Wahnsinn. Ich denke, das kann man sehr gut noch retten. Also, das kann man noch mal entkehren und dann. Das ist gar nicht so verkehrt. Guck mal, das ist mit Stoff an den Wand, ne? Ja. Richtiger Stoff. Überall, auch verschieden. Auch das sieht aus wie in so einem Laden, ne? Ja. Wie sieht das Kaffee aus hier? Richtig schön. Mit abgehangener Decke mit Lampen und. Es wird Schniekes, ne? Das ist, wo wir nicht reingekommen sind, ne? Oder? Ach so, ja. Ach krass, sowas hat meine Mutter auch hier diese mit diesen Glas-Dingern. Ah ne, hier ist der Eingang, wo wir eben waren. Weil hier ist diese runde Tür. Stimmt. Ich denke schon, dass ich von dieser Plastik besitze.
Das ist der Eingang. Guck mal da. TX oder was heißt das? Oder TK? Hier dieses Kamin, ne? Hier dieses. Ah ne, das ist ein Hammer und eine Zange. Ja, das ist Hammer und ein Gebäude. Echt? Das ist der Chef hier gewesen. 100%, das war dieser Mann. Okay. Dann hat der hier seine Villa gehabt. Oh, hier sind auch Bilder. Ach, Leute, Entschuldigung, dass ich mir die ganze Zeit die Nase hochziehe, aber ich bin. Wir waren eben in dieser Fabrik und es ist echt übelst. Naja, okay. Kanarier. Was eine hässliche Lampe. Also, man kann natürlich geteilter Meinung sein, aber ich finde die. Ja, wobei, das ist schon eine satte, ne? Also, es ist schon. Ist nicht so eine billige, sondern die ist schon krass, aber sieht halt billig aus. Was ist das eigentlich? Richtig altbacken. Ja. Aber trotzdem schön. Hast du von der Tür gesehen und liegen noch diese großen. Das ist ja geil. Ich kann nicht reinpassen, ey. Ja, das ist ein Mülleimer. Was ist das denn für ein kleiner, süßer, edler Mülleimer? Aha. Ja, sieht toll aus. Hier ist auch wieder so die Tür. Boah, leck mich am Arsch. Das macht wieder toll. Die Toiletten finde ich voll witzig irgendwie, ne? Ja. Das Bad ist schon. Ist auf jeden Fall schön. Ja, das ist eine Muschel. Der steht auf Muscheln. Der Mülleimer war ja auch so. Hä? Das ist in der Decke. Nein, das ist wie in so einem Schloss oder so einem Keller. Auf jeden Fall sehr schöne Möbel.